Die Frauen, das weiß alle Welt, die halten uns Männer zum Narren. Die Frauen zu Hause, das gilt, der Mann muss die Schinden uns sparen. Dazu noch die Sorgen, oh, die sind vier Mann, der Mann ist Torwart geschoben. Die Frau, unsere Rippe, heißt schöne Geschlecht, bloß wir Männer, wir stammen vom Affen. Na, ich möchte bloß wissen, wie es gekommen ist, dass gerade der Mann die Frau erhalten muss. Ich finde, gehen auf Schluss. Warum müssen wir armen Geschöpfe nur gerade die Frau ernähren? Na, vielleicht, weil sie uns im Schlafe eine Rippe gewiesen haben. Die Frauen sagen und behaupten, sie wären das schöne Geschlecht. Und Winkelmann, dieser berühmte SD-Dicker, behauptet gerade das Gegenteil. Er sagt, es gibt in jeder Stadt mehr schöne Männer als Frauen. Und er hat recht. Aber die Frauen bleiben fest dabei, schöner zu sein als die Männer. Und wir Männer, wir lassen es uns gefallen, weil wir versehnlicher sind als die Frauen. Da neulich sagt zu meiner Frau, sie soll doch die Schlitten von ihren Kleidern abmachen. Aber da hat sie ins Fettnäpfchen getreten. Was sagte meine Frau? Wo dieser Stoff so viel ist, da schimpft sie drüber. Die Schlitten bleibt eben dran. Und fort war sie. Vor kurzem sagte ich, als wir zur Bolle gehen wollten, aber Frau, du wirst doch nicht so weit ausgeschnitten, zur Bolle gehen. Was sagte meine Frau? Na, nur hier aber auf. Ich werde doch von den Teilenstoff nicht mehr kaufen, als wie man braucht. Nicht der heißt nur immer Eisner Herr des Goldes wert. Ich kann Ihnen aber versichern, dass mir das Petrol im Ofen viel lieber ist. Mein Freund Bittermann lebt noch durch in unglücklicher Ehe. Er nimmt seine Frau seine unglückliche Liebe. Denn dass er sich in seine Frau verliebte und dass er sie auch bekam, hält er für sein größtes Unglück. Er sagte zu mir, ich habe, als ich heirate, jeden Polterabend gefeiert. Und jetzt feiern wir jeden Abend Polterabend. Der Sauer hat recht, mein Freund. Erst schmied man sich, um ein trautes Heim zu gründen. Und hat man nicht ein vertrautes Heim, dann traut man sich nicht mehr heim. Und hat vielleicht einmal einer das Glück, eine Perle als Frau zu erhalten, dann ist gewöhnlich die Perlmutter vorhanden, die alles außer Fassung bringt. Ich zum Beispiel würde meine Schwiegermutter den Himmel heben, wenn ich genau wüsste, dass er oben bliebe. Meine Schwiegermutter ist ein Engel. Sie hat die Schäden zu und das ist der, mit dem sie verfährt. Ich möchte gern wieder ledig sein, es kann nicht schöneres geben. Doch jetzt ist leider es zu spät, ich muss mich reinergeben.